Einen wunderschönen guten Morgen. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zum heutigen Webinar von Archicad und iTU. Mein Name ist Holger Kreinbrink. Ich bin Director of Customer Success bei Graphisoft Deutschland und im Endeffekt dafür verantwortlich, dass die deutsche und die österreichische Version von Archicad auf die Straße kommt. Außerdem habe ich noch dabei Benze Sober und Rainer Diehl. Bitte stell dich auch mal kurz vor. Hallo, schönen guten Morgen. Mein Name ist Benze Sober. Ich bin BIM Consultant bei Graphisoft Deutschland und ich bin zuständig für die Vorlagendateien und für die IFC-Schnittstelle. Rainer Diehl, ich bin bei der RIB verantwortlich für das Produktmanagement im Vertrieb und werde Ihnen heute den Import in iTU und den Ablauf vorstellen. Noch ein bisschen mehr vielleicht zu meiner Person nachher, wenn ich dann starte. Gut. Soweit erstmal von meiner Seite. Ich übergebe jetzt an Benze Sober. Der wird uns jetzt erzählen, wie man im Archicad modelliert und worauf man achten muss, um es dann schlussendlich an iTU übergeben zu können. Vielen Dank. Ich fange da mal an, dass wir vor 3 Jahren auch schon dem Projekt gemacht haben, dass wir Kundenprojekte genommen haben und wir beweisen wollten, dass man aus einem Archicad-Modell bzw. aus einem IFC-Modell richtig auswerten kann. Vor 3 Jahren, wie ich gesagt habe, haben wir Kundenprojekte genommen, haben wir angeschaut, diese Kundenprojekte, die sahen gut aus und wir haben gesagt, ja super, dann kann man das bestimmt gut auswerten. Das war nicht ganz so, weil ein gut aussehendes Modell, wo alle Elemente an der Stelle sind, bedeutet noch nicht, dass man es auch auswerten kann. Deswegen im zweiten Schritt haben wir ein Projekt von uns genommen, ein Demo-Projekt und haben wir nach bestimmten Regeln aufgebaut. Und, Entschuldigung, hier, wir haben aus dem eine Modellierungsrichtlinie erstellt. Diese Modellierungsrichtlinie geben wir seit 3, 4 Jahren aus. Aktuell sind es von der Internetseite runterzuladen, die für Archicad 23, 24 und 25. Hier sehen Sie die Modellierungsrichtlinie für Archicad 25 und ich zeige Ihnen ein bisschen, was da drin ist und worauf man dabei achten sollte. Erstmal gibt es eine kurze Beschreibung, wofür wir das gemacht haben und bis zu welcher Tiefe wir sagen, es ist schnell und sinnvoll und gut zu modellieren, um Auswertungen auch zu machen. Und dann kommen wir rein in das Archicad-Modell. Erstmal, wie verortet man überhaupt sein Modell? Wie sollte man das machen, dass man auch mit anderen auch zusammenarbeiten kann und eventuell bei einer Auswertung auch die Elemente oder bei Zusammenfügen der Modelle an der richtigen Stelle sind. Dann natürlich, wie modelliere ich? Welche Elemente gehören bei mir zu welchem Geschoss? Hier gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Archicad bietet auch dafür die unterschiedlichen Möglichkeiten und mit dem kann man auch genauso gut auswerten. Das hängt davon ab, wie Sie Ihre Pläne auch rausgeben möchten. Und dann kommen wir in den Bereich rein, wo wir verschiedene Punkte beschreiben. Wie sollte man das modellieren? Wenn wir hier zu einem Flachgründung kommen, da sieht man auch schon, ich habe eine Wand, diese Wand steht auf meinem Rohbau, aber ich habe hier 2 getrennte Dämmungen. Einmal unter der Bodenplatte, auch getrenntes Element, und eine vor der Sohlplatte. Könnte ich das in Archicad einfacher modellieren? Ja, ich könnte das einfacher modellieren. Ich könnte meine Außenwand bis zur Unterkante der Sohlplatte runterziehen und hätte ich dieselbe Grundrissdarstellung. Ich hätte denselben Schnittdarstellung. Aber bei der Auswertung kommt es darauf an, dass ich da nicht alles so auswerten kann. Und anhand dem, wie man auch auswertet, das haben wir auch abgestimmt mit den verschiedenen AFA-Herstellern, auch mit RIB, wie man dann modelliert, dass man es richtig auswertet. Und hier verschiedene solche Punkte, auch für bodentiefes Fenster oder was Spezielles, zum Beispiel so eine Auskragung. Und anhand den haben wir vor 3 Jahren unser Modell aufgebaut und das ist der Nachfolger von unserem Modell und
wir befolgen auch diese Punkte bei den für das Modellausbau, für die Auswertungen auch. Und wenn wir hier dieses Modell anschauen, das ist eine relativ einfache Bürogebäude, wo wir probiert haben, alles einfach aus 3D-Elementen aufzubauen und anhand der Modellierungsrichtlinie alles aufzubauen. Wenn Sie hier diesen Schnitt anschauen, hier haben wir keine Linien oder sowas genutzt, sondern die sind tatsächlich die 3D-Elemente und wie wir vorhin in den Modellierungsrichtlinien auch gesehen haben, haben wir eine Wand, was auf der Rohbau steht. Wir haben hier einen Fußbodenaufbau. Wir haben eine Dämmung vor der Decke und wir haben eine zweite Dämmung unter der Decke. Ich könnte auch so modellieren in Eigenschaft, dass ich das als ein Element nehme. Ich könnte auch so modellieren, dass das ein Element ist. Aber wie gesagt, bei der Auswertung kommt es darauf an, wie ich modelliert habe. Und für die Auswertungen brauchen wir so eine Modellierung. Und mit dem funktioniert es auch. Das ist der Hintergrund für das Ganze und warum machen wir dieses Jahr nochmal diese Webinarreihe? Deswegen machen wir, weil wir nochmal zeigen wollen, dass es funktioniert und vor 3 Jahren, wo wir ausgewertet haben, haben wir für die einzelnen Schichten, das bedeutet, wir haben hier mehrschichtige Bauteile. Damals haben wir für die einzelnen Schichten immer die Nettomengen genommen. Nettomengen bedeuten, dass wir alle Öffnungen abziehen. Mit Archicad 25 haben wir die Möglichkeit, nicht nur Nettomengen rauszuschreiben, sondern wir können auch für die einzelnen Schichten Bruttomengen auswerten und wir können auch konditionale Werte auswerten. Das bedeutet, in der VB ist es beschrieben, dass zum Beispiel bei dem Stahlbetonarbeiten alle Öffnungen, die kleiner sind als 2,5 Quadratmeter, die können übermessen werden. Und genau diese Einstellungen können wir in Archicad machen mit Archicad 25. Hier haben wir einen Oberflächenbereich und wir geben an 2,5 Quadratmeter. Und wenn wir hier reingehen, dann haben wir unsere Baustoffklassifizierungen. Und bei den Baustoffklassifizierungen geben wir an, dass die Baustoffe, die so klassifiziert sind, die Faserbeton, Bohrenbeton, Spannbeton, Stahlbeton, Stahlfaserbeton oder auch Mauerwerk und Ziegel, Schwerbeton, Stein, Betonwerkstein und so weiter, dass bei den Baustoffen, die so klassifiziert sind, diese Übermessungsregel beachtet werden soll. Und das können wir auch angeben mit 0,5 Quadratmeter, 0,1 Quadratmeter und 0,5 Kubikmeter, was auch in der VOB beschrieben ist. Für die österreichische Version nehmen wir natürlich nicht die VOB, sondern da haben wir den Werkvertragsnorm und die Werte haben wir hinterlegt für unsere Vorlagendateien. Wenn Sie aus einem Archicad 24 oder davor hochmigrieren, Ihren Projekt, dann müssen Sie diese Werte selbst einstellen. Und dafür haben wir im Archicad-Bereich unsere Migrationsanleitung für Archicad 25. Und wenn Sie nach unten scrollen, dann gibt es der Bereich Berechnungsregeln. Und hier beschreiben wir auch genau, wie Sie es einstellen sollen. Und hier haben Sie auch die Liste für welche Klassifizierung oder welche Baustoffklassifizierung, welche Schwellwerte Sie einstellen sollen. Und das haben wir nicht nur für die deutsche Version, sondern auch für die österreichische Version auch beschrieben. Auch hier mit den Werten bzw. mit den Klassifizierungen für den Werkvertragsnorm. Wenn wir dann auch eine Liste in Archicad anschauen, hier haben wir eine Liste für die Stahlbetonschichten, Stahlbetondecken. Da sehen Sie auch, wir haben einmal einen Oberflächenbereich Netto, Brutto und nach der Berechnungsregel. Das ist in dem Fall
der VUB. Und da sehen Sie schon, unterschiedliche Werte haben wir, weil bei der Brutto-Oberflächenbereich ziehen wir gar keine Öffnungen ab, bei dem Netto-Oberflächenbereich ziehen wir alle Öffnungen ab und bei dem Konditional nur die Öffnungen ziehen wir ab, die größer sind als 2,5 Quadratmeter. Und dasselbe gilt auch für unsere Volumenberechnung mit der Wert 0,5 Kubikmeter. Wenn wir unser Modell dann aufgebaut haben, wir haben hier unser Modell komplett, dann was müssen wir tun? Wir haben ein richtiges Modell aufgebaut, wir haben nach der Modellierungsrichtlinie aufgebaut, wir haben diese Schwerwerte auch eingestellt. Wir sehen in ArchiCAD, dass wir das auch auswerten können, aber wir möchten es nicht nur in ArchiCAD haben, sondern wir möchten das auch in eine IFC-Datei rausschreiben. Und was brauchen wir dazu? Erstmal brauchen wir vielleicht einen Ausschnitt, was wir erstellen können für den IFC-Export, weil wir möchten wahrscheinlich nicht alle Elemente rausschreiben, auch zu I2. Dann brauchen wir noch einen IFC-Übersetzer, wo wir auch einen I2-Übersetzer haben. Dieser I2-Übersetzer ist abgestimmt, wie für I2 die IFC-Datei sein soll. Das bedeutet auch im Bereich Geometriekonvertierung haben wir drin, wie es rausgeschrieben werden soll. Und auch im Bereich Datenkonvertierung haben wir abgestimmt, welche Daten rausgeschrieben werden sollen. Und hier im Komponentenparameterbereich ist es eingestellt, im Grunde, dass diese Werte, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, Bruttowerte, Nettowerte und konditionale Werte auch exportiert werden sollen. Dieser IFC-Übersetzer wird auch angepasst in jede ArchiCAD-Version normalerweise oder fast in jeden ArchiCAD-Version, weil nicht nur wir entwickeln unsere Software weiter, sondern natürlich auch I2 oder das Programm I2 wird auch weiterentwickelt und deswegen passen wir das auch an. Und da wieder der Hinweis zu unserer Migrationsanleitung, dass wir hier auch beschreiben, wenn Sie aus ArchiCAD 24 kommen und die neue Einstellung nutzen wollen von der IFC-Übersetzer, dann wie Sie bei der Migration vorgehen sollen, dass Sie dann die aktuellen IFC-Übersetzer in Ihrem Projekt drin haben. Natürlich, wenn Sie einen IFC-Übersetzer haben, was Sie schon abgestimmt haben, können Sie auch das weiter nutzen. Das heißt, wir haben unser Modell, wir haben unseren IFC-Übersetzer, was wir standardmäßig auch ausliefern und Sie können dann entweder bei Sichern als reingehen und sagen, ich möchte mein Modell rausschreiben als IFC-Modell und da wähle ich einen Übersetzer. Hier sind wir wieder. Und da wähle ich den I2-Übersetzer aus. Das ist die eine Möglichkeit. Oder Sie können auch ein Publisher-Set anlegen, was vielleicht ein bisschen einfacher macht. Da hinterlegen Sie auch einen Ausschnitt, da stellen Sie auch den I2-Übersetzer ein und dann müssen Sie immer nur, wenn Sie das Modell verändert haben, auf Publizieren gehen und so können Sie mit den definierten Einstellungen Ihren IFC-Modell rausschreiben. Das haben wir schon vorab gemacht und das hat der Rainer von uns auch bekommen. Deswegen kann er jetzt gleich zeigen, wie er mit dieser IFC-Modell in I2 umgeht. Gut, ich werde jetzt an Rainer übergeben, dass er uns zeigt, wie das Ganze hier funktioniert. Dankeschön. Nochmal kurz ein paar Sätze zu meiner Person, Rainer Diehl. Ich bin seit 1993 bei der REB, also schon relativ lange. Habe auch relativ viel Softwareprodukte und Familien jetzt mit gestalten und an den Markt bringen dürfen. Sicher sind die visuell
orientierten Systeme wie I2 jetzt natürlich die interessantesten. Das sind natürlich ganz, ganz neue Aspekte im Vergleich zu Systemen wie noch vielleicht früher rein alphanumerisch geprägte Systeme wie Ideolog. Sind wir einfach in einer neuen Welt, aber wir wollen natürlich ja auch die Digitalisierung im Bauwesen voranbringen. Da habe ich auch viele größere Projekte mit unterstützt, bis hin jetzt natürlich auch bei der Autobahn GmbH. Ja, was möchte ich noch vorweg kurz sagen, bevor wir uns das anschauen? I2 ist ja ein 5D-System, wenn entsprechend die Komponenten mit aufgeschaltet wurden, die 5D-Komponenten. Das heißt, man ist natürlich nicht gezwungen, im 5D-Modus zu arbeiten, sondern je nachdem, welche Dimension ich dem Modell, dem Geometriemodell hinzufüge, bin ich dann halt in der nächsten Dimension. Und das können natürlich in Folge zuerst die Kosten sein und optional später dann die Zeit oder zuerst der Terminplan und dann die Kosten. Aber eben, ich sag mal, im I2-Prozess sind es im Regelfall eigentlich erst die Kosten, weil die ja aus der Leistungsbeschreibung, aus den Qualitäten abgeleitet werden und die werden zuerst über die Bemusterung zugeordnet. Also wäre dann eigentlich die vierte Dimension, so die Grundlage, die wir haben. Und optional werde ich gegebenenfalls, wenn ich zeitlich nicht zu viel vorwegnehme, werde ich kurz auf das Thema Dimension Zeit auch eingehen. So, und das machen wir natürlich mit allen Geometriemodellen, egal aus welcher Fakultät die kommen, Hochbau, TGA, Tiefbau, Infrastruktur und so weiter. Und erzeugen daraus, wenn möglich, dann ein 5D-Bauwerksmodell. Nochmal eine Botschaft an der Stelle. Es ist eine offene Flanke, die wir da in I2 haben. Heute wollen wir uns auf das Archicad konzentrieren, und zwar mit dem Schnittstellenformat IFC. Da hat sich Graphisoft entsprechend committed und hat gesagt, wir machen das auf Basis IFC, da konzentrieren wir uns drauf, und die ist auch zwischenzeitlich in vorzüglicher Qualität bereitgestellt. Das werden wir auch sehen, wenn wir es einlesen, und insofern brauchen wir da keine alternativen Formate. Dort, wo auch CPI-XML-Formate bereitgestellt werden, kann man auch alternativ diese entsprechend einlesen. Also werden beide unterstützt, können auch gemischt werden, überhaupt kein Problem. Auch nachher, weil wir es heute oder vorher vom Kollegen von Graphisoft, von Benz, angesprochen hatten. Selbstverständlich können auch Modelle aus verschiedensten Autorensystemen kommen. Also wir schauen uns jetzt das wesentliche Architektursystem aus der Quelle Archicad an, aber beispielsweise können Sie dann auch gerne die TGA beispielsweise dann aus einer MH-Software oder PlanCalNova oder entsprechend dazuladen. Gegebenenfalls auch dann im IFC oder wer es unterstützt, CPI-XML-Format. Also das nochmal zur Betonung, dass es da keine Einschränkungen gibt. Und wir wollen das jetzt heute mal angucken im Prozess mit Archicad. Und ich möchte nochmal betonen, dass wir das Modell nicht auf der Strecke liegen lassen, sondern das Modell wird in I2, nimmt dort eine zentrale Funktion ein. Eine zentrale Funktion, um die einzelnen Prozesse über die Leistungsphasen modellorientiert zu unterstützen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also nicht nur Mengen abgreifen, LV erzeugen und dann das Modell wieder zurückstellen, sondern es weiter in die Ausführungsplanung oder in die Ausführung, Bauausführung beispielsweise übernehmen, bis hin zum visuellen, zum modellorientierten Controlling und auch zum modellorientierten Bauabrechnung, sodass das Modell wirklich auch in den späteren Leistungsphasen noch begleitend und als zentraler Hilfestellung und zentraler Mittelpunkt zur Verfügung steht. Und selbstverständlich wollen wir es natürlich auch mit auf die Baustelle nehmen, weil die
Leistungs- oder die modellbasierte Abrechnung, die wollen wir natürlich dann möglichst auf der Baustelle auch vornehmen, entweder im Baustellenbüro oder auch wie hier dargestellt auf dem Tablet. Also das ist die Zielstellung, die wir haben, und das ist natürlich schon eine durchaus anspruchsvolle Aufgabenstellung. Aber nur das ist konsequent. Ne? Und dann lohnt sich auch wirklich BIM an der Stelle, ne? Wenn wir es konsequent über alle Leistungsphasen dann mitnehmen. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an im Programm. Ich habe schon mal vorgestartet und habe unseren BIM Qualifier aufgerufen. Das ist das zentrale Werkzeug. Ich nenne es auch immer gern Quality Gate, über das wir die entsprechenden Modelldaten importieren. In diesem BIM Qualifier beim Import, und den starte ich jetzt mal an. Hier sehen wir nochmal zwei Importformate, IFC oder CPI XML. Wir nehmen hier das bereitgestellte IFC-Modell von dem soeben auch schon in Archicad gesehenen Mustergebäude und lesen das jetzt mal ein, beziehungsweise wir legen es ja noch nicht in der Datenbank ab, sondern wir lesen es jetzt erstmal ins Quality Gate. Und in dem Quality Gate können wir dann verschiedenste Dinge vornehmen. Wir werden die Qualitäten prüfen. Qualitäten prüfen beispielsweise, gibt es Bauteile, die keinem Bauteiltyp zugeordnet sind. Das wäre beispielsweise eine Problemstellung zur Identifikation der Objekte, oder auch wenn wir die interne Mengenermittlung von I2 verwenden wollen, wäre das gegebenenfalls eine Problemstellung, weil da sollten wir auf jeden Fall eine Bauteiltypzuordnung haben, aber auch beispielsweise Problemstellungen, die wir mit der Schnittprüfung beispielsweise kollidieren, entsprechende Objekte miteinander, haben wir Räume, die nicht sauber geschlossen sind, all die Dinge, die können wir hier nochmal prüfen, bevor wir die Daten dann in die Datenbank ablegen und dann weiterverarbeiten. Oder auch wenn wir beispielsweise ein bereits verarbeitetes Modell nochmal in veränderter Form, also in fortgeschriebener Form, ein weiteres Mal importieren, können wir natürlich das bereits abgelegte Modell mit dem jetzt zu importierenden Modell vergleichen. Das heißt, wir können dann darstellen, welche Änderungen haben sich seit dem letzten Import ergeben. Also wir können ja erkennen, sind Objekte weggefallen, 3D-Objekte weggefallen, sind 3D-Objekte dazugekommen oder haben die sich lediglich geometrisch verändert. Das lässt sich sauber darstellen und es ist auch wichtig, dass das natürlich bei der Aktualisierung, bei einer weiteren nochmaligen Import, dass das auch dann im Datenbestand berücksichtigt wird. So, eigentlich geht es immer ein bisschen schneller, aber ich denke, wir sind jetzt gleich durch beim Import und dann können wir die Ergebnisse gleich mal anschauen. Der mehrmalige Import, aber auch natürlich der Import von verschiedensten Modelldaten, die dann aber auf den gleichen Ursprung referenzieren müssen, auf den gleichen Ursprungspunkt. Ausgangspunkt ist ganz klar, können hier kombiniert werden. Also nochmal ein Beispiel, Architekturmodell aus Archicad oder dann noch kombiniert in einem zweiten Import die entsprechenden TGA-Daten, beispielsweise aus, nur ein Beispiel, PlanCal Nova, auch über IFC importiert. So, jetzt sind wir gleich am Ergebnis, müssen es aber dann noch kurz über das Quality Gate prüfen lassen. Und dann gehen wir auch schon rein in die einzelnen Prozesse. Wir machen mal kurz die Qualitätsprüfung noch. Eine Importdatei hat er erfolgreich konvertiert und zur Ablage bereitgestellt. So.
So, jetzt haben wir es auch. Ich gehe in die einzelnen Prüfungen, um nicht zu viel Zeit verlieren, nicht mehr explizit rein. Ich habe es versucht zu erläutern. Wir könnten jetzt natürlich die verschiedensten Prüfungen durchgehen, durchprobieren. Würde ich aber an der Stelle überspringen. Bei der Schnittprüfung, ich habe natürlich alles schon mal ausprobiert, gab es auch gar keine Fehler. Ne? Es gibt keine Schnittkollisionen an der Stelle, von daher brauchen wir es auch nicht angucken. So, also was auch ganz interessant ist, also es wird auf jeden Fall auch schon mal dargestellt, wir haben 3211 Objekte, also 3D-Objekte, die mehr als 1000 Eigenschaften, Attribute haben. Das ist einfach ein Hinweis, dass natürlich solche Datenmengen auch durchaus in die Performance gehen, weil das muss entsprechend ausgewertet werden. Wenn ich diese Attribute, die Eigenschaften brauche, dann nehme ich sie natürlich rein, aber auch schon gesagt worden, wir können natürlich, wenn wir diese Attribute nicht benötigen im 5D-Prozess, können wir die beim Export natürlich schon reduzieren und wir könnten aber auch durch eine Import-Schablone hier nochmal die Eigenschaften reduzieren auf die Attribute, die wir tatsächlich im 5D-Prozess nachher brauchen. So, wir legen jetzt die Daten ab in der Datenbank und schauen uns jetzt gemeinsam das Modell miteinander an. Gehen dann in die Prozesse rein. Hier dann vielleicht vorweggeschickt. Wir haben zwei Möglichkeiten der Modellverarbeitung oder der Bemusterung von Modellen. Wir haben zum einen die Möglichkeit, eine teilleistungsorientierte Bemusterung, also die 3D-Objekte, die Bauteile direkt mit Mutter-LV-Positionen, also mit Teilleistungen, mit LV-Positionen 1:1 direkt zu bestücken. Und wir haben alternativ natürlich auch die Möglichkeit, die Positionen, die Objekte, die Bauteile mit Kostenelementen zu bestücken. Das läuft dann über das Objektbuch. Beide Bemusterungsvarianten bzw. Grundlagen werden unterstützt. Ich würde es mal so klassifizieren, die kostenelementorientierte Bemusterung ideal und häufig eingesetzt in der Leistungsphase 2 bis 4, also in der Kostenplanung. Die teilleistungsorientierte Bemusterung über die Ausstattung, die I2-Ausstattung, sehr beliebt und sehr verbreitet, sehr in der Praxis ausgeprägt in der Leistung, in den Leistungsphasen 5 bis 9, also in den ausführungsorientierten Leistungsphasen. Aber ich kann selbstverständlich auch eine Kostenplanung über die Ausstattung machen, also teilleistungsorientiert. Die Ergebnisse, die beide Verfahren erzeugen, sind dann unterm Strich letztendlich dieselben. Entweder nach DIN 276 betrachtet oder nach Leistungsbereichen oder sonstigen Kriterien betrachtet. So, jetzt schauen wir mal an, was ist angekommen. Jetzt sind wir mitten in unserem Ausstattungsdokument. Wir haben auch in unseren I2-Dokumenten, egal ob im LV oder nachher in der Abrechnung oder jetzt hier im, in der Bemusterung, haben wir immer mittendrin integriert unseren 3D-Viewer. Also das heißt, wir arbeiten hier nicht entsprechend mit Pop-up-Fenstern, sondern das Modell ist mittendrin integriert und bleibt so auch integriert. Das heißt, es ist ein optimales Arbeiten mit dem Modell. Modell geht nicht mehr in den Hintergrund, sondern bleibt begleitend drin. So, wir schauen uns an, wir haben die entsprechende Bauwerkstruktur, so wie sie in der Modellierung erzeugt wurde. Das heißt, wenn ich die Bauwerkstruktur markiere, kennzeichne, dann habe ich auch im Modell, in der Modellansicht genau die Objekte, die zu der Bauwerkstruktur gehören. Und da können wir natürlich auch noch ein Stück weiter runtergehen. Was ist in der Bauwerkstruktur Erdgeschoss beispielsweise? Das heißt, da sehe ich jetzt dann sauber alle Objekte, die dort entsprechend enthalten sind und kann dann auch
beispielsweise die Wand, nehmen wir mal die, weil wir vorher von Schichten gesprochen haben, nehmen wir mal die 146er, das ist eine Wand, die mehrschichtig dargestellt ist. Das sehen wir jetzt hier, wenn wir da mal ein bisschen reinzoomen und es uns näher anschauen, sehen wir, dass diese Wand mehrere Schichten hat und ich kann natürlich diese Schichten entsprechend auch zum einen hier in der Bauwerkstruktur markieren oder selektieren, aber ich kann es auch hier direkt am Moment, ich muss natürlich in den Selektionsmodus gehen, sonst wird es nicht funktionieren und habe hier die erste Schicht und habe dann, und das ist ganz wichtig, alle Eigenschaften, alle Attribute, die zu diesem Objekt gehören, habe ich hier dann jetzt auch zur Verfügung. Also ob das jetzt die Quantities sind und hier auch nochmal gespiegelt, das was gesagt wurde. Wir können hier dann auf die Nettomengen oder auf die Bruttomengen zurückgreifen. Wir können auf alle Attribute, die entsprechend die EFC-Datei übertragen hat, zurückgreifen. Das ist zum einen wichtig natürlich für die Mengenermittlung, dass ich die gewünschte Attribute abgreife oder Quantities, Base Quantities abgreife, die ich für meinen Prozess benötige. Aber auch für die automatische Bemusterung ist es natürlich wichtig, dass ich auf alle wesentlichen Eigenschaften hier zurückgreifen kann, um das richtige Bauteil zu finden und dann der richtigen Teilleistung oder dem richtigen Kostenelement zuordnen zu können. Hier sehen wir fließend weiß, also entsprechend, wenn ich also jetzt diese entsprechende Oberfläche fließend identifiziere über diese Eigenschaft, dann weiß ich natürlich, welche Teilleistungsposition ich zuordnen muss und kann die natürlich bis zur Beschaffenheit, also weiße Fliesen, dann auch entsprechend ausprägen und kriege dann auch meinen richtigen Preis dazu. Also das mal die Eigenschaften, die Informationen, die bereitstehen. Hier haben wir in der Grundeinstellung in Archicad das so gewählt, dass relativ viel übertragen wird. Wie gesagt, wenn ich die nicht alle brauche, kann ich sie auch entsprechend reduzieren. Aber hier sehen wir dann, dass wir die entsprechenden Quantities abgreifen können. Das ist mal ein wichtiger Aspekt. Wenn wir jetzt in den nächsten Prozess gehen, und das Ganze dann vorbereiten für die Bemusterung, dann landen wir zum einen in der Ausstattung. Und in der Ausstattung werden im Wesentlichen Teilleistungen vorbereitet aus einer Schablone, dem Modell zugeladen und über Regeln und über Mengenermittlungsregeln findet dann die Position das richtige Bauteil. Und durch die entsprechende Mengenregel wird auch die richtige Menge entsprechend aus dem Objekt dann der Teilleistung zugeordnet. Lassen Sie uns das mal anschauen an der 17,5er Wand, die wir ja als Objekte im Bauwerk drinne haben. Das heißt, die identifizieren wir beispielsweise über eine Regel, die, Moment, mal aufklappen, so, über eine Regel, die wir direkt am Bildschirm gebildet haben, über den Filter. Springt mir jetzt gerade mal weg. So, das heißt, das ist die Regel Wand Kalksandstein 17,5, wenn ich die hier jetzt nochmal raussuche, Wand Kalksandstein 17,5. So, dann haben wir hier die Regel, wenn beispielsweise die Archicad Quantities Dicke 17,5 zutreffend ist, der Materialname MW Kalksandstein 2DF und der Bauteiltyp Wand ist, wenn diese drei Merkmale, diese Attribute gefunden werden, dann wird diese Position diesen Bauteilen, die die Attributmerkmale haben, automatisch zugeordnet. Also das ist die automatische Bemusterung. So findet die Position automatisch die richtigen Objekte. Und dieses Konstrukt, diese Regel, die wenden wir auch für andere Objekte an. Die wenden wir beispielsweise auch für Räume an. Also wir haben jetzt beispielsweise auch
Büroräume in dem Objekt, also Raumtyp Büroarbeit. Und wenn wir jetzt den Raumtyp Büroarbeit nehmen, dann haben wir hier auch beispielsweise Büroarbeit, Raumtyp, haben wir, wenn es ein Bauteiltyp Raum ist, Space, und wenn beispielsweise dann der IFC-Type Objektname Büroarbeit ist, dann werden genau die Teilleistungen diesem Raum zugeordnet. Das wäre dann jetzt beispielsweise eine Vorgehensweise und eine Vorlage, eine Teilleistungsvorlage, die man benutzt bei Objekten oder bei Bauwerksmodellen, die einen sehr geringen LOD haben. Das heißt, wo die Räume noch nicht konkret ausgestattet sind, mit entsprechenden Objekten, sondern wo im Prinzip ich ein Rohbau-Architekturmodell habe und dann eben durch die Annahme die entsprechenden Räume dann ausstatte. Beim höheren LOD würde ich natürlich die entsprechenden Bodenbeläge, die Wandbeläge, die würde ich identifizieren, wieder über die Abfragen, und würde dann natürlich genau die Teilleistung zuordnen, die zu der gefundenen, zum gefundenen Bodenbelag und zur gefundenen beispielsweise Tapete, Wandtapete gehört. So, ein zweiter Aspekt, auf den wir ja noch kurz eingehen wollten: Wie holen wir die Menge an die Position? Also die 17,5 Position, Mauerwerksposition, braucht jetzt ja eine Menge. Und die holen wir in unserer Vorlage über die Mengenabfrage herein. So, das heißt, ich habe hier in der Spalte Mengenabfrage, die ich dem Teilleistungskatalog noch zuordne, habe ich die Möglichkeit, verschiedene Mengenergebnisse zu holen. Hier habe ich jetzt mal beispielsweise die Mengenabfrage so gewählt, dass ich sage, ich möchte QTO, also eine Mengenermittlung, in I2 durchführen. Und zwar, ich möchte die Mandelfläche, möchte ich explizit an all den Objekten durchführen und ermitteln, die ich entsprechend hier als Mauerwerk HLZ 17.5 identifiziert habe. Also das heißt, hier benutze ich die interne Mengenermittlung, und die lassen wir jetzt auch mal im Hintergrund einfach mal durchlaufen. Das kann ich schon mal machen. Das stört uns nämlich nicht. Das lassen wir einfach mal, nehmen wir mal zur Seite. So, und in dem anderen Fall, beispielsweise hier bei der Ortbeton, Stahlbetonwand, da haben wir gesagt, da wollen wir nicht die Menge in I2 berechnen, sondern ich möchte beispielsweise auf die Archicad Quantities Volumen netto direkt zurückgreifen. Also das heißt, dort hole ich direkt die Eigenschaft aus dem Archicad Bauteilobjekt ab. Das heißt, das wäre eine optimale Vorgehensweise oder eine Empfehlung in den frühen Leistungsphasen für eine Kostenermittlung. Da hole ich mir die entsprechenden Mengen direkt aus dem Autorensystem, also aus Archicad. Und vielleicht für die spätere Bauausführung lasse ich es nochmal durch I2 direkt nachrechnen, durch die entsprechende interne Mengenermittlung. Das wären gegebenenfalls die Möglichkeiten, die wir hier haben. Und jetzt hat das System im Hintergrund schon mal ein Ergebnis erzeugt. Ich gehe aber nochmal auf den weiteren Prozessschritt, die Bemusterung. Die Bemusterung ist ja jetzt durch die Vorlage automatisch erfolgt, möchte aber natürlich darauf hinweisen, dass wir dennoch auch die Möglichkeit haben, wenn das notwendig ist, eine Einzelbemusterung durchzuführen. Also wenn ich jetzt beispielsweise einen bestimmten Bauteiltyp selektiere, also auch nochmal die Wände, und hier eine bestimmte Wand bemustern möchte, also jetzt beispielsweise diese hier, dann kann ich das natürlich, dann kann ich auf meine LV-Quellen zurückgreifen, kann hier verschiedenste aus verschiedensten Quellkatalogen noch entsprechende Positionen dazunehmen und kann die natürlich beispielsweise dann hier eine 24er, kann die noch in meine Ausstattung hier reinschieben
und für die manuelle Bemusterung verwenden. Wobei bei der manuellen Bemusterung das System durchaus auch in den Modus gehen kann, dass sie dann diese manuelle Bemusterung, dass das ein Lernmodus ist und das dann auch als Regel in der Vorlage mit ablegt. Also das heißt, durch das manuelle per Track-and-Drop-Bemustern kann ich natürlich auch Regelwerke automatisiert aufbauen und bei jedem neuen Projekt funktioniert es dann mehr oder weniger automatisch. Ich löse mal den Filter nochmal und dann gehen wir in das nächste Ergebnis. Was ich aber auch nochmal drauf, wo ich darauf hinweisen möchte, und da springe ich nochmal einen Schritt zurück. Wir können natürlich selbstverständlich auch visuell bestimmte Dinge prüfen. Beispielsweise, Sie möchten wissen, welche Objekte sind denn überhaupt bemustert und welche sind nicht bemustert. Dann kann das iTool wunderbar darstellen und am Modell in einer entsprechenden Einfärbung auch entsprechend dann in den Vordergrund bringen. Das heißt, bemustert sind jetzt hier diese Objekte, die kann ich jetzt auch rausziehen. Das sind die Objekte, die über Auswahlgruppen bemustert sind. Nehmen wir es mal auch aus der Modellvisualisierung, mal Orientierungsobjekte. Also das sind entsprechende Wände und Räume. Ich habe das Modell nicht komplett bemustert, sondern bewusst nur Teile. Deswegen sieht man das dann auch an der Stelle relativ gut. So, also auch diese Modellvisualisierung lässt sich durchführen. Oder das Modell hilft uns, bestimmte Zustände innerhalb des Bauwerks darzustellen und zu erkennen. Ich denke, das zeigt vielleicht noch deutlicher, welche Effekte wir hier erzeugen können. So, ich gehe wieder zurück in den Originalzustand und gehe jetzt mal in die Bemusterung, beziehungsweise in das Ergebnis, in das Mengenergebnis. Noch einen Schritt weiter. Also auch alle Arbeitsschritte, die wir abarbeiten wollen, brauchen wir letztendlich durch unsere prozessorientierte Arbeitsweise nur nacheinander abarbeiten. So, und jetzt haben wir hier unsere Ergebnisse. Also das sind die Teilleistungen, die Objekte gefunden haben, weil ich das Regelwerk entsprechend benutzt habe. Und hier sehen wir jetzt beispielsweise bei den 17,5er Wänden haben wir ja unsere interne Mengenermittlung angewandt. Das heißt, wenn ich jetzt eine bestimmtes Objekt markiere hier, dann sehe ich hier, wie sich die Menge entsprechend ermittelt. Also auch nachvollziehbar an der Stelle. Eindeutig nachvollziehbar, wie die Menge, die 37,6 entsprechend ermittelt wurden. Und in anderen Fällen, beispielsweise bei der Schalung, gucken wir mal hier, da haben wir die Mengen direkt abgeholt aus den entsprechenden Base Quantities, aus den Eigenschaften des Modellierungssystems Archicad und haben hier dann den Mengenansatz für die einzelnen Objekte hier. Und so übergeben wir das dann auch ans LV. Wir sehen aber hier schon, das LV ist schon vorbereitet. Ich sehe auch die Preise, die vorbelegt sind aus unserem Preis, aus unserem Teilleistungskatalog. Hier dann auch die entsprechende Multiplikation mit den Mengen, die Gesamtbeträge, sodass ich hier dann schon im Prinzip das Ergebnis habe. Und jetzt in den nächsten Prozess gehen kann und das LV erzeugen. Das wird auch über einen Assistenten gemacht. Ich habe es schon gemacht, insofern überspringe ich mal den Prozess. Und jetzt schauen wir mal das Ergebnis, das hier entstanden ist. Schauen wir uns gleich direkt an. Also aus dem eingelesenen Objekt habe ich jetzt schon ein fertiges LV. Das natürlich aktualisiert wird, sofern sich das Modell zum späteren Zeitpunkt nochmal verändert, aktualisiert wird, Änderungen im Autorensystem vorgenommen werden und nochmal eingelesen werden, dann wird natürlich auch das schon bereits erstellte LV nochmal durchaktualisiert. So, und jetzt auch nochmal der Hinweis, das Modell begleitet uns natürlich an, wenn wir modellbasiert arbeiten, in jedem Dokument,
Also auch hier beispielsweise im Leistungsverzeichnis. Das heißt, wenn ich hier wieder meine einzelnen Positionen annavigiere, dann sehe ich genau, welche Objekte gehören dazu. Wenn ich die Objekte markiere, habe ich im LV dann auch wieder die entsprechende Menge, der Mengensplit, die Menge, die entsprechend aus dem Objekt ermittelt wurde und gegebenenfalls auch den Ansatz wieder dazu. Und das Gleiche natürlich auch bei den bei den Ortbetonplatten hier, wo wir dann an der Stelle jetzt auch das Mengenergebnis dann von der entsprechend markierten Stahlbetonplatte haben. Und eben jetzt, je nachdem, was wir für eine Eigenschaft gewählt haben, entsprechend die Bruttofläche oder die entsprechende Nettofläche. Auch hier habe ich die Möglichkeit, natürlich eine Visualisierung durchzuführen, zum Beispiel das Modell zu befragen, welche Leistungsbereiche sind drin, welche Kostengruppen sind belegt und. Später dann auch, wenn es Nachträge gibt, wo sind Nachträge, wo ist der Hauptauftrag im Modell, das visuell darzustellen. Aber wichtig ist natürlich auch weiterhin, dass wir unsere traditionellen Berichte haben. Unsere traditionellen Berichte, wie beispielsweise der Kostenanschlag, beispielsweise der Kostenberechnung, dass wir das, weil wir haben ja im Hintergrund durch die Verwendung der Teilleistungspositionen auch eine Zuordnung beispielsweise zum Leistungsbereich, zu den Kostengruppen. Also jegliche Zuordnung, die wir gemacht haben, die ist verfügbar und die kann dann auch in den Berichten entsprechend ausgeworfen werden. Auch natürlich möglich, bestimmte Vergleichsberichte, das heißt, wenn ich jetzt im Projekt mehrere Modellvarianten habe, kann ich natürlich auch entsprechende Modellvergleiche durchführen, also beziehungsweise Kostenvergleiche durchführen. Das heißt, wenn jetzt in den entsprechenden Varianten, in den Modellvarianten saubere Daten gefunden wurden, dann werden die dann entsprechend ausgewiesen. Das ist jetzt das, was wir eingelesen haben. In den anderen Varianten ist es noch nicht sauber zugeordnet, deswegen noch nicht da. Aber es sollte ja auch nur gezeigt werden, dass ein Kostenvergleich von verschiedenen Varianten, Modellvarianten ja durchaus dann auch möglich ist. So, gehen wir weiter. Eben beim Musterungsverfahren. Ich hatte ja gesagt, dass wir nicht nur das Teilleistungsorientierte bemustern, sondern auch das Elementorientierte bemustern unterstützen. Und wenn wir jetzt, hier habe ich auch das gleiche Modell bereits eingelesen, und wenn wir das Ganze jetzt nicht betrachten aus unserem Ausstattungsdokument, sondern aus unserem Objektbuch, dann haben wir auch die Möglichkeit, Kostenelemente zuzuordnen. Und da möchte ich mal auf eine neueste Errungenschaft darauf hinweisen oder kurz ein Beispiel noch zeigen, dass man das natürlich auch sehr gut mit dynamischen Baudaten dann bemustern kann, und zwar mit DBD-BIM. Wir haben ja das DBD-BIM-Plugin direkt in unsere I2-Anwendungen implementiert. Also wir haben STL-Bebau beispielsweise ja im LV integriert und wir haben DBD-BIM-Elements in der Kostenermittlung und im Objektbuch integriert. Das sieht man hier auch wieder durch das direkt eingebettete Dialogfenster von DBD-BIM. Und jetzt schauen wir mal, was wir da tun können. Ich gehe vielleicht auch wieder auf die entsprechenden Deckenplatten. Das heißt, wenn hier die kompletten Eigenschaften einmal durchaktualisiert sind, dann kann ich ja schon mal, ja, da lässt er mich jetzt momentan nicht ran, haben wir aber gleich, dann gehe ich hier in meinen Filter und hole mir mal die Objekte, die ich beispielsweise bemustern möchte, zum Beispiel die Deckenplatten. Dann machen wir das jetzt gleich, klappe hier mal die Struktur kurz auf und gehe dann hier in die entsprechenden Deckenplatten. So, nehmen wir den Bauteiltyp, beispielsweise die
Deckenplatten. Dann haben wir hier wieder die vier Hauptdeckenplatten. Und da möchte ich jetzt, die sind alle von der gleichen, könnte man überprüfen, von den Attributen, von der gleichen entsprechenden Beschaffenheit und auch von der gleichen Dicke. Das heißt, ich markiere mir jetzt mal eine Deckenplatte und sage, ja gut, die möchte ich jetzt bemustern. Über Bauteile, da gehe ich in die konstruktiven Bauteile bei den Decken, sage beispielsweise die Deckenkonstruktion und nehme hier eine Ortbetonkonstruktion. Das heißt, da sind wir jetzt direkt mit dem DBD-BIM-Server verbunden, also in der Online-Fassung, und holen uns hier die Deckenplatte, Ortbetonung, Bewährung, Schalung, Dämmung. Das passt soweit als Mustervorlage. Dann habe ich hier an der Stelle entsprechend meine Merkmale, meine Beschreibungsmerkmale, die für die 20 cm Ortbeton Deckenkonstruktion notwendig ist. Ich sehe auch, welche Teilleistungen kommen mit. Aus Standardleistungsbuch Bau mit entsprechenden Preisen und dem regionalen Ansatz hier auf Dresden Stadtkreis gestellt. Lassen wir jetzt momentan so. Und ich sage, ich übernehme das Ganze. Dann werden wir hier auch gleich sehen, die entsprechende Teilleistungen, die in die Datenbank, also in die Kostenermittlung mit übernommen wurden, wenn ich die Deckenkonstruktion jetzt hier markiere. So, Betrag ist noch null. Ja, ich muss noch angeben, ja, welches aus welchem Mengenattribut. Da werden wir zukünftig auf unseren Regelkatalog direkt zugreifen mit F3. Das geht jetzt gerade in der Fassung noch nicht. Das heißt, ich hole mir jetzt momentan über den Mengenassistenten hole ich mir kurz die entsprechenden Quantities, und da möchte ich jetzt beispielsweise die Nettofläche. Das ist ja eine Abrechnungseinheit Quadratmeter, also holen wir die Fläche, da holen wir jetzt die entsprechende Nettofläche. Da gehen wir in die Quantities und da gehen wir nicht ins Volumen, sondern wir gehen in die Fläche. So, gehen hier in die Fläche, sagen Quadratmeter. Und schließen das Ganze ab, lassen es durchrechnen und haben dann schon entsprechend unser Ergebnis. Jetzt habe ich es versäumt, natürlich festzulegen, dass alle Viere das kriegen sollen. Jetzt kann ich natürlich auch hergehen und kann sagen, das sollen jetzt nochmal verteilt werden auf alle vier. Moment, kurz hier aufklappen. So, auf alle vier entsprechenden Objekte. Also wir stehen ja jetzt momentan hier auf der O-Decke, die ist, Moment, die untere, die war es. Ja, genau, Deckenkonstruktion. Und so kann ich jetzt natürlich auch sehr einfach, entweder per Drag and Drop oder über unseren Verteilungsassistenten, kann ich natürlich die entsprechende das Element auf die weiteren Objekte verteilen. Machen wir kurz noch auch auf die Rohdecke und auf die restliche auch noch. So, dann sind entsprechend alle Objekte, alle vier Stahlbetondecken mit dem entsprechenden Element bestückt. Und hieraus ist jetzt natürlich auch automatisch schon eine Kostenermittlung und ein LV mit den entsprechenden Positionen entstanden, sodass ich sofort in den entsprechenden Prozess gehen kann. Zum Abschluss möchte ich natürlich nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass wir das Ganze natürlich jetzt auch noch mit einem Terminplan kombinieren können. Das heißt, wenn der Terminplan entsprechend eingestellt ist, entweder über eine händische Erzeugung in I2, wir haben ja die Funktionalitäten, oder durch einen Import aus MS Project, Power Project oder andere Systeme, dann haben wir die Möglichkeit, die im Terminplan vorgesehenen Vorgänge mit den entsprechenden Teilleistungen aus dem entsprechenden
LV oder aus den Gewerke-LVs zu verbinden. Und daraus werden dann natürlich die Stunden aus den LV-Positionen entnommen und die Kosten aus den LV-Positionen entnommen und den entsprechenden Vorgängen zugeordnet. Sehr schön ist es natürlich, dass die, dass durch das Geometriemodell und durch die vorherige Bemusterung völlig klar ist, welche Objekte sind denn beispielsweise der Position Mauerwand zugeordnet. Auch hier bei den Betonarbeiten sieht man, welche entsprechenden Stahlbetondecken zugeordnet sind. Aber wenn ich eine Zuordnung händisch vornehmen will, beispielsweise im Obergeschoss, dann brauche ich natürlich nur die im Obergeschoss markieren und dann weiß das System automatisch nur die Platte, wenn ich die jetzt zuordne, dann kommt auch nur der Mengensplit in die entsprechende Zuordnung. Wie geht es mit Änderungen? Das heißt, Planungsfortschritt, es kommt ein zweites Modell, wie geht man damit um? Also sicher ist es sinnvoll, dann die Projektvariante, die wir ja haben in I2, entsprechend zu kopieren, dass man verschiedene Stände dann auch, dass die eingefroren werden. Auf die kopierte Variante wird dann das neue oder das geänderte Modell drüber gelesen. Und bei diesem Vorgang wird ein Vergleich durchgeführt. Das hatte ich vorher versucht anzudeuten. Das heißt, I2 erkennt, welche Objekte sind neu hinzugekommen, also welche Bauteile sind neu dazugekommen. Jedes Bauteil hat seine eindeutige ID, also da kann nichts verloren gehen und kann auch nichts übersehen werden. Die, die entfallen sind, die sind natürlich nicht mehr da. Das heißt, die Teilleistungen, die schon mal auf einer entfallenen 3D-Objekt referenziert waren, die sind dann erkennbar, dass sie nicht mehr eine Verbindung haben zum Modell. Und dann entscheiden Sie natürlich als Herr des Ganzen, ob die Positionen dann entsprechend entfernt werden sollen. Also wir räumen die Positionen nicht automatisch raus, sondern wir stellen das dar, dass es da keinen Bezug mehr gibt zum Modell. Und Mengen, also wenn rein die 3D-Objekte, wenn die sich verändert haben geometrisch, dann habe ich natürlich eine neue Menge. Dann wird die Mengenermittlung entsprechend aktualisiert. So. Ich glaube, wir sind am Ende. Vielen Dank an Sie alle für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Wir möchten uns dafür ganz herzlich bedanken. Ja, ich bedanke mich bei Holger, bei Benze. Ich bedanke mich bei den Teilnehmern. Gut. Bleiben Sie gesund. Danke. Vielen Dank. Tschüss.